Ja, hallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu The Hunter Primal Together, zusammen mit dem Exhumed. Und na, schauen wir gleich einmal, ob wir wieder den ein oder anderen Saurier finden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier Raptoren vor uns. Ja, unten Triceratops, oder? Rechter Hand irgendwo ein Triceratops und ein Jutta. Ja, rechts irgendwo in der Senke hier beim Vulkan. Ist kein Geräusch hört von denen. Spuren. Auch schon den. Ja, weiblich. Da ist er schon. Toll, das war viel zu weit. Oh, sorry. Jo. Offensichtlich, ja. Ja, der ist ein bisschen zu weit gerannt. Ich konnte ihn gar nicht sehen, sonst hätte ich ganz, ganz gerne mit dem Pfeil im Bogen mal raufgeschossen. Ein bisschen Munition zu sparen. Ist immer schwer abzuschätzen, wenn die dann auf einen zurennen, wie weit der rennt, wenn du dann halt schon im quasi Strafe halt anvisierst und der an dir vorbeirennt, dann musst du immer mit, dass er direkt neben dir stehen bleibt, aber manchmal rechnen die so weit weg, dass er dann mit dem Arsch zu einem kommt. Im Hinterteil und dann kann man den natürlich nicht mehr treffen, vernünftig. Ist immer so eine Abschätzsache. War der bisher trotzdem nicht? Siehst du Vorne den? irgendwo. Nee, noch nicht. Ich habe nur die Fressgeräusche von dem gehört. Ich habe eine Markierung auf dem Setter mit. Nur da vorne. Nicht so weit weg. Ah, da vorne. Ich sehe den. Ist ja nicht, ja. Der ist direkt da. Ja, die Richtung ungefähr, wo du guckst. Da an diesen Bäumen vorbei. Also wenn du rechts an den Ah, jetzt Bäumen sehe ich ihn auch. vorbei guckst, direkt an Ich der habe Kante. 8,3 bis 8,9 ist immer ein kleiner. Ein ziemlich Lütt. Gefallen. Lunge Herz. Berg runterkullert. Zu sehen irgendwie. Ich habe den beim Wegrennen aus den Augen verloren, wo der hier noch hingelaufen ist. Ja, so ganz genau habe ich es Da auch nicht vorne. gesehen. Hier liegt er. So Ah ja, dunkel da. und so neblig hier. Ja. Aber die Tageszeit kann man sich ja nicht aussuchen, ob man gerne nicht spielen will. Ändert sich ja immer. Aber schon eine schöne Urwaldstimmung, hier muss ich sagen. Ja, mir gefällt das eigentlich auch Ist ganz gut aufgehende so. Sonne jetzt so. Ja. Wäre bestimmt ganz witzig, wenn man hier so einen Virtual Reality Support hätte. Eine VR-Brille spielen könnte. Aha.
Das wäre dann bestimmt sehr intensiv, wenn da so ein T-Rex einen frisst. Nein, nicht! Genau. Geh weg! Ja, und auch hier irgendwie so mit den Pflanzen, wenn man, die ja eigentlich doch deutlich größer sind wie man selber. Das haben sie eigentlich so ganz gut, ganz nett gemacht, finde ich, dass diese Farngewächse und so doch ein bisschen größer sind. Ja, hat schon eine bisschen schöne Urwaldstimmung so. Irgendwo müsste doch auch noch dieser Quetzalcoatlus umeinander sein, den ich da nicht erwischt habe. Ja. Ich denke mal, der Quetzer, der kommt doch nicht runter. Da ist noch einer. Ja, genau, zu zweit. Na, der eine. Der runter. Oh, jetzt raucht der Vulkan auf einen Schlag, auch nicht. In Wir müssen einer, jetzt noch. am Anfang einer Folge hatte ich es mal. Da haben mich, glaube ich, zwei oder ich glaube, es waren zwei oder drei, zwei, glaube ich, von diesen Zwei Quetzalcoatlus. gleichzeitig angegriffen, ja. Gleichzeitig, ja, der eine von vorne, der andere von der Seite, so richtig schnell nebeneinander, gell. Gerade ins Spiel geschlüpft und Könnte. schon. Ja, es könnte uns jetzt auch passieren, ja. Wir haben noch ein Velos da wieder. Ja. Und einen Jutta habe ich auch Aber gehört die irgendwo. das. Ah, die Velos ignoriere ich jetzt erstmal, weil die Quetzer sonst uns hier spontan wegfischen wahrscheinlich. Da werde ich mal die Munition wechseln. Der ist aber irgendwie. Oder wurde auf mich hin, hat mich verfehlt. Ja, keine Ahnung, der ist irgendwie schon sehr weit weg an mir vorbei. Ich sehe den gar nicht mehr. Naja, der ist hier oben. Einer, ja. Versuche ja gerade ein bisschen Abstand zu gewinnen, aber. Nee, der geht doch nicht. Ja, aber der fliegt immer ganz weit über mich drüber. Ja, hab auch Sehr gerade seltsam. gewundert. Oh, das sind zwei. Gucken wir, wer ihn angreift hier. Oh. Das war jetzt nicht Sinn der Sache. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt habe ich ihn aber getroffen hier. Ist aber auch mal umgefallen. Schneide ich sonst mit meiner Sniper ab, zeigt ihr doch. Echt schwierig. Ich bin zu blöd zum Schießen, ehrlich. Ich muss das Zielfernrohr abnehmen, aber ich kann jetzt, glaube ich, nicht ins Inventar wechseln. Das wäre irgendwie. Ja, irgendwann kriegen wir es ja schon. Also getroffen habe ich auf jeden Fall Boah. zweimal die Fallen. Habe ich schon gerade gedacht, Hast der du? nimmt mich mit. Ach nee, der ist auf mich gestürzt. Ich dachte gerade, der nimmt mich mit. Unglaublich. Dann haben wir recht bitte auch mit dem Kürzer hier.
so dicke Kanone ausgepackt jetzt hier. Ein Spielchen hier muss ja nicht sein. Oh Mann. Da haben wir jetzt aber Minuten gebraucht hier. Ja. Unglaublich. So ist das, wenn man halt nicht die passenden Waffen hat. Ja, du darfst es sagen, ich nicht. Muter. Na komm, hol um. Hey. Ach, ist doch den. Also mal. Ey, der hat hier 5 Pfeile drin zu stecken, guck dir das mal an. Und nicht einer von denen. Da ist noch einer, oder? Nee, das ist ein Velo. Also, okay. Ich denke mir gerade. Okay. Springt der mir ins Gesicht? Ich glaub's doch nicht. Sauerei. Der wenigstens mal fragen können vorher. Ja. Wollte ich auch meinen. Achso, den hast du ja alle ich hier, glaube ich. Was? Ich nehme ihn nur mit. Du an die ganzen Pfeile da. Hast du die? Lackern oder komisch. Überall, ja, ja. Brauchen wir irgendwie. Schau mal her. Sogar in der, sogar in der Nase, oder? In der Nase? Echt? Sieht gar nicht. Kleine Mistratte. Jetzt mal heilen. Scannst du den ein oder soll ich den schnell einscannen? Ja, mach du. 30% siehst du. Kann ich mal so viel Schaden machen. Ja, 6 Treffer. Von dir und 3 von mir. Mhm. So oft draufgeballert und immer noch 50% Erhaltungszustand. Ja, wegen den Pfeilen, ja. Die machen ja nicht so viel Schaden. Vor allem, wenn man nicht richtig trifft. Wie man ja gerade gesehen hat. Bin halt total schlecht. Absoluter Loser. Ja, genau. Der Loser mit der dicken Knarre. Der ist auch schon wieder weg, Mensch. Der war doch eben noch. Mal laufen die so schnell. Dass man mal denkt, wenn man jetzt da hinläuft, dann würde man den sehen, aber dann ist er da nicht mehr da. Mhm. Ja, irgendwie finde ich sowieso Sinn. Ich höre den Angriffsschrei von dem Kameraden. Ja. Ach, da hinten am Waldrand. Genau. Da sehe ich noch. Ist das der? Ja doch, das ist der. Der hat den Schuss nicht kommen. Irgendwie höre ich da noch was. Rechts von mir. Dann Hügel irgendwie. Müsste noch mal gut da sehen. Ah ja, da unten. Kannst du den ja mal im Auge behalten, wenn ich den hier einscanne. Jetzt zu mir, ja, ne? Oder? Oh, warte, da muss ich aber mal schnell hier rüber rennen. Ey. Ja, so. Und der ist gut. Oh,
glaube, ich habe den nicht so gut getroffen mit den Pfeilen in der Hektik. Naja, macht ja nichts. Kannst ja mal. Nix gemein. Ja. 5% Heikschaden nur gemacht, siehst du. Ja, ist immer schwierig mit dem Pfeil im Bogen. Und der Hektik dann richtig anzuvisieren. Ja, ja. Man kann gar nicht so schnell anvisieren und richtig versuchen zu treffen an der richtigen Stelle. Oder meistens kippen die dann schon. Ja, ganz am Anfang in der, wie gesagt, in der Early Access Version war der Bogen auch noch etwas stärker. Kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sagen, aber. Also, weil ich habe da ganz gern mit dem Bogen gejagt. Also, ich fand den ganz gut. Aber nur so in den allerersten Folgen, die ich so aufgenommen habe. Und dann haben sie das, glaube ich, mal geändert. Das haben sie dann, das haben sie dann mal geändert und haben einfach die Stärke von den Waffen ein bisschen angepasst. Naja, weil die Machete reinkam, dann haben sie den Bogen ja als tauchbar gemacht. Nicht mehr als Startausrüstung und dann kam der Compound-Bogen ja noch dazu. Ja. Ich denke mal, der Pfeil und Bogen nicht mehr so viel Schaden. Wo man halt schon mal einen One-Hit treffen kann, wie vorhin den Triceratops, den ich da geschossen habe. Aber muss man halt auch treffen. 308er, 8 Schuss und mittlere Heilwirkung sind 5 drin. Lass ich mal alle drin, brauche ich nicht. Ja, prima, das nehme ich mal mit. Naja, das brauche ich, die mittlere Heilwirkung brauche ich eigentlich auch nicht so viel, aber naja. Ach naja, wenn du Platz hast, nimm ruhig mit. Ich habe nochmal einen neuen, glaube ich, dabei. Ja. Ist nicht verkehrt. Weil du hast ja nicht immer eine komplett leere Leiste Energie, dann auch nur mal Hälfte, dann reicht ja so ein normaler. Wäre sonst Verschwendung eigentlich, wenn man so ein High-Grade nimmt. Laufen wir mal so Richtung Sarks Folly vielleicht. Ja, man sieht es schon da hinten, sieht man sehr schön. Das The Archers. Das finde ich ganz gut, dass man das wenigstens von der Entfernung immer sehen kann, so diese Basen da. Obwohl das auch nicht korrekt dargestellt wird. Ja, gerade wenn man da, wenn man den Turm siehst, den oberen Teil und dann. Kaum näherst du dich, dann macht er plopp und dann siehst du den eigentlich wesentlich kleiner und aber richtig dargestellt dann. Ah, da ist ein Quetzelkot, so ein, ja doch, ein Quetzelkotlus da oben. Und ein Jutta. Direkt voraus. Ja. Auf was schießt du? Auf einen Triceratops, den das überhaupt nicht interessiert, Gemma. Aber kann sein aus, dass ich den entweder nicht getroffen habe oder weil ich auf dem Stein gerade stand. Jetzt hat er mal dieser tolle Bug, den ich ab und zu hab. Wo ist jetzt der? Ich sehe den wieder nicht. Wo ist denn der Jutta? Der muss doch da. Ach da. Und schon wieder Regen, also wie ist das oft hier, ne? Ja.
Ja, und dann sammeln wir diesen Kameraden noch ein. Und dann würde ich mich für die Folge wieder verabschieden. Und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt The Hunter Primal Together. Danke fürs Zuschauen.